Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Deep Dive in die Huawei Watch 3 Pro, einmal in die Uhr und einmal in die App auf dem Handy. Es ist wirklich ein Deep Dive, deswegen habe ich versucht mit Kapiteln zu arbeiten. Springt an die Stellen, die für euch relevant sind. Auf geht's! Ja, und loslegen wollen wir einmal mit der Smartphone-App, also der Huawei Health-App sozusagen. Das ist der Zustand, den wir haben, seitdem wir die Watch beim letzten Mal eingerichtet haben. Und da setzen wir jetzt auf, um zu gucken, was gibt es und was gibt es nicht. Wir befinden uns hier im Device-Bereich. Und das Erste, was wir hier oben sehen können, ist, dass wir oben das Gerät rechts oben entkoppeln können und uns rechtliche Informationen anzeigen können. Das ist für uns jetzt im ersten Schritt mal weniger relevant. Spannender wird es dann schon hier mit dieser Berechtigung, die wir vergeben müssen, denn da müsst ihr der Health App, wenn ihr mögt, noch hinzufügend zu den bisherigen Berechtigungen, die ihr schon erteilt habt, die Standortbestimmung immer zulassen und nicht nur, wenn die App geöffnet ist. Das hängt zum Beispiel mit dem Wetter zusammen, damit ihr dann auch vernünftige Wetterdaten abrufen könnt. Ansonsten geht es oben los mit eurer Uhr, dann einmal der Verbindungsstatus und die aktuelle Akku-App. Kapazität bzw. die Restkapazität sozusagen, Schritte und Sportthemen. Und dann wird es schon spannend, denn dann kommen die Watchfaces und da könnt ihr, nebenbei gesagt, ihr könnt es natürlich nachher auch auf der Uhr machen, aber hier auch auf dem Smartphone könnt ihr aus dem Store euch Watchfaces runterladen, die ändern und anpassen, auf eure Uhr laden und so weiter und so fort. Also das gesamte Watchface-Management, das könnt ihr aus meiner Sicht einfacher hier auf dem Smartphone machen als nachher auf der Uhr. Es geht auch auf der Uhr, aber ich sage es nochmal, auf dem Smartphone ist es deutlich einfacher. Und ihr seht hier einfach draufklicken und dann seht ihr schon rechts, hatte das auch übernommen. Also das geht auch wirklich super, super schnell. So, dann schauen wir uns die weiteren Themen an. Einmal die Gesundheitsüberwachung und da könnt ihr viele verschiedene Aspekte aktivieren oder auch deaktivieren. Zum einen hier das Schlaftracking, wer das nutzen möchte. Dann die Aktivitätswarnung, heißt also, wenn ihr euch lange nicht bewegt habt, dass ihr dann einen Hinweis bekommt, bitte wieder bewegen. Dann haben wir die Herzfrequenzmessung, die wir aktivieren und deaktivieren können und auch noch konfigurieren können. Und auch die weiteren Themen, die dann jetzt gleich noch unten drunter folgen werden in Bezug auf weitere Messungen, die noch anstehen. Zum Beispiel hier nochmal Stresstest, wenn ihr das machen möchtet. Ja, ist halt Geschmackssache am Ende, welche Funktionen man da auch letztlich nutzen möchte. Es gibt eine ganze Menge auf der Huawei Watch 3 Pro. Dann hier auch nochmal die Sauerstoffmessung. Auch da, ne, wenn ihr wollt, es ist standardmäßig deaktiviert und es sei natürlich an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt, sind alles tolle Funktionen, kosten aber natürlich, wenn ihr die auf automatisch stellt, auch Akkukapazität. Das, gut, nur nebenbei erwähnt, aber ich denke, das dürfte jedem klar sein, dass diese Funktionalitäten natürlich auch alle ein bisschen auf den Akku drücken. Ja, die Apps, die ihr auf eurer Uhr installiert habt, die könnt ihr hier mit managen oder auch neue installieren. Da steht euch dann eine umfangreiche Anzahl von Apps aus der Huawei App Gallery zur Verfügung. Benachrichtigungen auch nochmal wichtig, haben wir im ersten Video schon gesehen, aber hier könnt ihr jetzt auch nochmal natürlich einzelne Apps aktivieren, deaktivieren. Das ist vielleicht nochmal ganz praktisch, wenn ihr sagt, okay Mensch, Gmail möchte ich doch mit drin haben oder irgendwas vielleicht auch nicht. Da könnt ihr dann ganz individuell konfigurieren, welche Apps für euch jetzt relevant sind und welche nicht. Die Konfiguration der eSIM, das ist natürlich ein Thema, was für die Leute interessant ist, die A, eine eSIM haben und die auch nutzen möchten, denn die Huawei Watch 3 Pro bietet das ja mit an und aktivieren und verwalten könnt ihr das unter dem Menüpunkt. Ich denke, hier dürfte klar sein, das ist Troubleshooting, wenn ihr irgendwie Probleme habt und auch hier die Hilfe dürfte auch, denke ich, klar sein, da ist jetzt nichts Spektakuläres drunter vorhanden. Gucken wir noch einmal kurz in die Geräteeinstellungen rein, die sind hier relativ kurz gehalten, Musikwiedergabesteuerung, die Trennungserinnerung, das heißt also, wenn sich quasi die Uhr von eurem Smartphone entkoppelt, dann bekommt ihr einen Hinweis, das finde ich ja ganz praktisch, weil dadurch kann man die Uhr letzten Endes dann auch nicht verlieren, beziehungsweise weiß immer, wenn man außer der Reichweite ist. Werkseinstellungen zurücksetzen, ich denke, das brauchen wir jetzt nicht weiter erklären. Und dann gibt es unten noch die Möglichkeit für Firmware-Aktualisierung. Das kommt auch automatisch immer mal wieder hoch, aber hier könnt ihr auch nochmal manuell checken, ob eine neue Firmware da ist. Und das war es eigentlich schon. Mehr ist in der App nicht drin, aus meiner Sicht ausreichend und vor allem die wichtigsten Dinge lassen sich konfigurieren.
So, jetzt gucken wir uns aber mal die Uhr im Detail an. Da seht ihr hier auf der Seite, dass wir zwei Knöpfe haben. Einmal eine Krone, die wir drücken und drehen können. Das wird uns nachher bei der Menübearbeitung und so weiter und so fort helfen. Und wir haben noch einen zusätzlichen Knopf und dann hier unten vielleicht nur noch zur Info, das ist der Lautsprecher. Den werden wir nachher auch nochmal benutzen. Funktionieren tut das Ganze relativ einfach. Drücken bestätigt, beziehungsweise geht dann wieder zurück, habt ihr hier gerade gesehen. Und ihr könnt dann, wenn ihr hier durch das Menü oder sowas scrollen wollt, könnt ihr dazu auch die Krone entsprechend nutzen. Langes Drücken auf die Krone bedeutet dann das Herunterfahren oder Neustarten-Menü. Das seht ihr hier nochmal. Und wie gerade eben gesagt, wenn ihr zurück wollt, einfach wieder auf die Krone drücken. Dann kommt ihr auch wieder in das Standardmenü. Der zusätzliche Knopf rechts unten, den könnt ihr individuell konfigurieren, darüber eine App aufrufen und dann, wie gesagt, oben wieder zurück. Wenn ihr lange gedrückt haltet, wer ist VLoveTech? Es tut mir leid, ich habe das nicht verstanden. Dann kommt der Sprachassistent. Der hat jetzt hier natürlich nicht verstanden, was ich gesagt habe, aber wir versuchen jetzt nochmal was, was etwas besser funktioniert sozusagen. Wie ist das Wetter? So. Es ist heute überwiegend bewölkt mit Gewitter in Lindenthal, mit Höchsttemperaturen von 22 und Tiefsttemperaturen von 13 Grad Celsius. Nun ist es überwiegend bewölkt. Ja, und da habt ihr gesehen, das funktioniert dann tatsächlich besser. Ob man jetzt den Sprachassistenten braucht oder nicht, ich mache mal ein Fragezeichen dran. Grundsätzliche weitere Bedienungsfunktionen. Von unten nach oben wischen, Benachrichtigungen. Und da habt ihr hier nochmal gesehen, bei mir jetzt in dem Fall keine Benachrichtigungen vorhanden. Wenn ihr von links nach rechts wischt, dann kommt ihr in dem Fall hier zur Wetteransicht. Da müsst ihr vorher noch Standort und so weiter freigeben. Das sagt euch die Uhr dann aber auch. Im rechten Bereich habt ihr, ich nenne es mal Widgets, da sind vorinstalliert jetzt hier so ein paar für die Gesundheitsmessungen. Da könnt ihr aber auch, wenn ihr zusätzliche Apps installiert, noch weitere Themen nutzen. Die könnt ihr hier auch verschieben, in der Reihenfolge ändern, löschen, wie auch immer. Das ist sozusagen das Schnellzugriffsmenü auf zusätzliche Funktionen. Und wenn ihr von oben nach unten wischt, dann kommt ihr ins Schnelleinstellungsmenü, wo ihr relativ zügig dann gewisse Einstellungen vornehmen könnt. Die Einstellungen gucken wir uns nachher nochmal im Detail an. Flugmodus dürfte, denke ich, jedem bekannt sein. Dann haben wir hier die Funktion, die dafür sorgt, dass das Wasser aus dem Lautsprecher herausgepustet wird. Das gibt es bei anderen Smartwatches ja auch. Das ist eine bekannte Funktion. Und wenn ihr da nochmal in die weiteren Einstellungen reinguckt, dann seht ihr, dass wir hier noch den Vibrationsalarm oder beziehungsweise die Vibration der Uhr ein- und ausstellen können. Den Bildschirm auf Always On. Das Telefon suchen, das heißt, wenn ihr eure Uhr am Handgelenk habt und euer Telefon vermisst, könnt ihr das aktivieren. Nicht stören aktivieren lässt sich hier auch. Taschenlampe und den Alarm könnt ihr konfigurieren. Unten dann nochmal die Einstellungen, welche Verbindungen gerade aktiv sind. Ich zeige euch jetzt nochmal Taschenlampe, weil da habe ich mich immer gefragt am Anfang, was ist das? Und das ist nichts anderes als ein weißer Bildschirm, der dann dafür sorgt, dass ihr ein bisschen mehr Helligkeit letzten Endes mit der Uhr habt. So, und als nächstes gucken wir uns mal an, was sind denn für Apps vorinstalliert. Hier seht ihr sozusagen das App-Gitter, mit dem ihr durch die ganzen Apps durchmanövrieren könnt. Das lässt sich auch umschalten, zeige ich euch später in den Einstellungen, oder ihr könnt es euch auch kleiner machen. Dann fällt natürlich das Tippen etwas schwerer, also von daher ganz klein ist, dann müsst ihr schon sehr genau zielen, um zu treffen. Vom Grundsatz her lassen sich die Apps natürlich auch erweitern. Das ist jetzt das Standardportfolio, und wenn ihr dann in der App-Gallery guckt, könnt ihr natürlich auch noch, ich sag mal, Hunderte, wahrscheinlich Tausende, wie viel auch immer, Apps zusätzlich installieren und auch aktualisieren und auch entsprechende Einstellungen vornehmen. Also das ist so der zentrale App-Store auf der Uhr, wenn man so möchte. Und jetzt gucken wir aber nochmal einmal durch, was sind so ganz schnell wirklich nur, was sind denn für Apps mit drauf. Einmal habt ihr hier die Temperaturmessung, da zeigt euch noch, zeigt euch die App nochmal an, was ihr tun müsst. Das dient dazu, die Hauttemperatur zu messen. Haben wir vorhin schon gesehen, dass diese Funktion verfügbar ist in der Smartphone-App. Dann haben wir hier einmal ein Barometer, womit wir den Luftdruck messen können. So, und weiter geht's mit der Herzfrequenzmessung. Auch das dürfte das Symbol schon aussagekräftig gesagt haben. Da könnt ihr auch eine Menge konfigurieren. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Dann haben wir hier sozusagen euer Trainingshandbuch, wenn ihr so wollt. Dann die Telefoniefunktion, mit der ihr dann auch über die Uhr, entweder über die eSIM oder tatsächlich über euer Smartphone, je nachdem, wie ihr es konfiguriert habt, telefonieren könnt. Der Stresstest oder die Stresstest App, um es in dem Fall ganz konkret zu machen, haben wir hier dann rechts nochmal.
Spannend wird es für die Leute, die draußen unterwegs sind und einen Kompass brauchen, denn auch das bietet die Uhr hier mit dieser App-Funktion. Musiksteuerung oder vielmehr Musik abspielen funktioniert über die wenig aussagekräftige App oder beziehungsweise besonders aussagekräftigen App-Namen Musik. Das könnt ihr hierüber machen. Das ist der Trainingsmodus. Den zeige ich euch später nochmal im Detail, weil der sicherlich für den einen oder anderen interessant ist. Wie gesagt, den habe ich hier oder der ist standardmäßig hier unten auch auf der Sondertaste konfiguriert. Ja, euren täglichen Trainingsverlauf, was ihr so geleistet habt und so weiter, das könnt ihr hier nochmal nachsehen. Ich weiß gar nicht, wie sich diese App nennt. Dann haben wir hier noch die Blutsauerstoffmessung. Als nächstes kommen wir zu einer meiner Favoriten-Apps, die nutze ich wirklich sehr regelmäßig. Das ist die Sprachaufnahme. Einfach drauf tippen, das einsprechen, was ihr euch merken wolltet, ist gespeichert, könnt ihr wieder abhören. Super praktisch. Schlaftracker finde ich persönlich nicht so spannend, denn wer trägt die Uhr schon nachts? Das kann man natürlich machen, wenn man das aufzeichnen möchte. Ich würde mir die Uhr nachts nicht umbinden. Die Erschöpfungsmessung, die zeigt euch hier nochmal an, wie erschöpft ihr schon seid und wie das Training mit hoher Intensität bisher gelaufen ist. Dann einmal eure Kontakte. Da könnt ihr durch eure Kontakte flippen, um die entsprechend dann auch zu kontaktieren. Dann haben wir hier eine App, die die Atmung von euch misst oder beziehungsweise euch Anweisungen zur Atmung gibt. Wie die genau heißt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Und hier seht ihr nochmal einatmen und gleich wird ausatmen. Das Ganze wird auch gemessen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein. Von daher, wenn ihr da Interesse daran habt, probiert es einfach mal durch. Die Einstellung unten, die zeige ich euch gleich nochmal in separaten Kapitel, weil das ist nochmal sehr umfangreich. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, Wecker und Alarme hinzuzufügen. Einmal das Wetter. Da gibt es nicht nur die aktuelle Tageseinschätzung, sondern auch eine Vorhersage und so weiter und so fort. Finde ich tatsächlich auch ganz praktisch. Braucht man nicht das Smartphone rausholen. Eine Stoppuhr. Ich denke, das ist eine Standardfunktionalität einer Uhr heutzutage oder auch schon seit längerem. Und auch Timer könnt ihr hier nochmal einstellen. Auch das benutze ich tatsächlich recht regelmäßig, entweder auf der Smartwatch oder auf dem Smartphone. Wie gesagt, alles erweitern könnt ihr dann über die Huawei App Gallery. So, wie gerade eben schon versprochen, gucken wir uns jetzt einmal die Einstellungen im Detail an und aufrufen könnt ihr das Ganze über zwei Wege oder beziehungsweise theoretisch zumindest mindestens über zwei Wege. Einmal hier oben über die Schnelleinstellungen und dann sind die Einstellungen ja auch eine der Apps, die wir in diesem App-Grid oder wie auch immer man das nennt, gesehen haben. Ihr seht hier, in den Einstellungen gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Ich sag mal so, Huawei hat weniger Subkategorien gebildet, dafür hier mehr Kategorien auf der ersten Ebene. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Ich hätte zum Beispiel Verbindungen, das heißt WLAN, Bluetooth, NFC, alles in eins gepackt. Aber gut, das ist am Ende auch Geschmackssache. So, zunächst mal könnt ihr hier eure Huawei-ID, die ihr vielleicht schon auf dem Telefon konfiguriert habt, denn das war ja in der Einrichtung Voraussetzung, könnt ihr hier synchronisieren. Habe ich jetzt in dem Fall noch nicht getan, sonst habt ihr hier euer Konto entsprechend drauf. WLAN, da könnt ihr euer WLAN konfigurieren, wenn das nicht eh schon vom Smartphone übernommen wurde. Ansonsten seht ihr hier, mein WLAN ist schon eingestellt und ansonsten könnt ihr natürlich auch irgendein WLAN noch hinzufügen. Wenn ihr mögt, ein anderes oder wie auch immer, ja, jetzt ist das andere gerade weggegangen. Ich wollte euch gerne jetzt nochmal zeigen, wie die Tastatur ist. Gut, dann sparen wir uns das, denn das geht jetzt hier nicht, weil kein anderes WLAN auf einmal verfügbar ist. Schade, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant gewesen, weil die Tastatur kann man wirklich auch gut bedienen. Ein bisschen vorsichtig muss man sein, aber vom Grundsatz her lässt die sich gut bedienen. Okay, dann eben nicht, dann keine Tastatur hier in diesem Video. Schauen wir nochmal weiter. Bluetooth. Klar, das muss eingeschaltet sein, damit ihr mit dem Smartphone verknüpft seid. Dann habt ihr hier noch den Namen und ihr könnt auch noch zusätzliche Geräte, zum Beispiel im Übrigen auch Kopfhörer koppeln. Ne? Das heißt, ihr könnt ja die Uhr auch direkt mit euren Kopfhörern verbinden. Ist auch eine ganz spannende Sache, wenn ihr nämlich euer Telefon nicht dabei habt oder nicht mitnehmen wollt. Mobilfunknetz, da versteckt sich der Flugmodus dann auch nochmal und die mobilen Daten, die sind jetzt bei mir ausgegraut, weil ich keine eSIM installiert habe. Die Konfiguration der eSIM übrigens, das seht ihr hier nochmal, die müsst ihr auf dem Smartphone in der Smartphone Huawei Health App dann entsprechend konfigurieren, haben wir ja vorhin schon gesehen. So, im Menüpunkt NFC lässt sich das Ganze nur aktivieren und deaktivieren. Und wie gesagt, das hätte ich alles unter Verbindungen gepackt, dann wäre auch die erste Ebene nicht ganz so voll. Die Watch Faces, die könnt ihr hier einstellen und ändern. Gibt noch einen anderen Weg, den zeige ich euch jetzt auch direkt. Wir haben vorhin schon gesehen, dass das natürlich auf der Smartphone-App geht. Einfacher aus meiner Sicht als hier auf jeden Fall. Aber wenn ihr es mal schnell ändern wollt, könnt ihr es auch hierüber machen. Einfach auf dem Startbildschirm oder wenn euer Watchface angezeigt wird, gedrückt halten. Dann kommt ihr in dieses Menü. Oder aber alternativ könnt ihr es auch hier über die Einstellung machen. Dauert aber ein bisschen länger.
Always on Display, Obacht bitte. Das ist eine ganz coole Sache, weil das Display dann immer anbleibt, aber bedeutet natürlich auch, kostet viel Akku. Das hier ist die Umstellung des Menüs. Ihr habt dieses Programm Grid gesehen, wo alle dann so Apple Watch-mäßig in der großen Übersicht sind. Hier habt ihr jetzt eine Liste. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, was einem besser gefällt. Ich persönlich habe mich jetzt so ein bisschen an dieses App Grid gewöhnt. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt, aber ich vermute mal, vielleicht heißt es so. Aber man kann es hier auch nochmal umstellen, wenn man die klassische Listensicht einfach besser findet. Benutzerdefinierte Kacheln, das ist nichts anderes als das, was wir vorhin gesehen haben, wenn ihr von rechts nach links streicht. Und dann habt ihr diese Widgets, wenn man so möchte. Die könnt ihr dann hier auch nochmal verwalten, zusätzlich zu der Option, das in dem eigentlichen Menü zu tun. Ja, Helligkeitseinstellungen, die habe ich jetzt hier auf ganz hell, damit man es besser sehen kann. Aber sinnvollerweise macht man natürlich den Automatikmodus an. Und auch bei Ruhezustand sollte man sinnvollerweise den Automatikmodus anmachen, weil das ansonsten natürlich auch viel Akku kostet. Übrigens zurück im Menü, ihr seht das hier immer, wenn ihr von links nach rechts wischt, kommt ihr auch im Menü dann wieder zurück. Das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, aber das sei an der Stelle auch nochmal gesagt. Gut, hier könnt ihr noch die einzelnen Lautstärken verändern. Ich glaube, das dürfte, denke ich, mehr oder weniger klar sein. Klingelton verändern, die Uhr stumm schalten, Vibration aktivieren und auch den Nicht-Stören-Modus aktivieren. All das funktioniert hierüber oder eben auch über Schnellsteuerungsmenü oder Schnelleinstellungsmenü, wenn ihr von oben nach unten dann entsprechend wischt. Systemhaptik bedeutet, dass das so ein bisschen vibriert, wenn ihr die Krone bedient. Und hier seht ihr die Broadcasting-Einstellungen in Deutschland ja leider noch nicht aktiv, aber vielleicht kommt es jetzt in der nächsten Zeit dann mal, dann könnt ihr auch das hier entsprechend nutzen und konfigurieren. Ja, die Menüs oder die Benachrichtigungseinstellungen, die könnt ihr hier auch nochmal vornehmen. Auch das funktioniert aus meiner Sicht am Smartphone besser und einfacher. Wer die Uhr schützen möchte, der kann hier eine PIN vergeben, damit die Uhr dann automatisch gesperrt wird und gesichert ist. Ja, ich habe es jetzt nicht aktiviert, weil ich das nicht für sonderlich hilfreich halte, aber wenn ihr das machen möchtet, macht das natürlich durchaus Sinn. Spätestens wenn man eine Bezahlfunktion drauf hat, dann ist es auch definitiv anzuraten sozusagen. Ja, hier könnt ihr auch nochmal in die Apps reingehen und das sieht so ein bisschen so aus, wie wenn ihr auf dem Smartphone in den App-Manager reingeht. Nichts anderes ist das hier auch. Das ist der App-Manager, wo ihr installieren, deinstallieren und so weiter und so fort könnt. Das Akkumenü zeigt euch hier erstmal den Akku noch an. Das ist vielleicht weniger spannend, aber ihr könnt hier unten dann auch Stromverbräuche oder die Stromverbraucher euch angucken und zusätzliche Optionen aktivieren, die nachher den Stromverbrauch reduzieren. Aber spannend finde ich immer das hier, weil dann seht ihr nochmal, was woher kommt. Und wenn ihr auf Software geht, dann seht ihr sogar auch noch, wo kommt es denn genauer her. Ja, und ihr seht hier, das sind so die Apps oder die Funktionen, die ich halt jetzt in den letzten Zeiten genutzt habe, die dann bei mir auch Akku gekostet haben. Sicherheit und Datenschutz, das dürfte, denke ich, für viele klar sein. Da könnt ihr Berechtigungen verändern und Standortservices aktivieren und deaktivieren. Spannend noch hier die Notfallfunktion mit Sturzerkennung. Heißt also, wenn ihr irgendwie hinfallt und euch danach nicht bewegt, beziehungsweise danach nicht das Ganze deaktiviert, wird ein Notruf ausgelöst. Der UI Assistant haben wir vorhin schon gehört, vielleicht jetzt nicht mehr so spannend. Der kann hier nochmal durch Stimme aktiviert werden, durch Drücken auf die Taste, habe ich euch vorhin gezeigt, aktiviert werden. Oder man kann hier auch einen Broadcast noch erstellen. Ja, die Konfiguration obliegt euch dann. Ich benutze den UI Assistant tatsächlich nicht. Gesten, nochmal ganz spannend. Zum Beispiel, dass wenn ihr die Uhr nehmt, sie dann aktiviert wird. Und das Gleiche gilt auch für die Anrufannahme. Auch dafür gibt es Gesten. Schaut euch, wenn ihr das benutzen wollt, unbedingt mal das Tutorial an. Darüber wird das relativ klar. Hier übrigens das Gleiche, hier könnt ihr noch Konfigurationen vornehmen, wenn ihr Bedienungshilfen benötigt. So, vorhin schon erwähnt, die untere Taste bei mir mit Training vordefiniert, könnt ihr hier auch konfigurieren und die Trainingseinstellungen könnt ihr hier auch vornehmen im Sinne von, soll ein Workout automatisch erkannt werden, wenn ihr euch bewegt. So, wir sind fast durch. Systemeinstellungen, so Basisthemen wie Trennen, Neustarten, Zurücksetzen, an der Programmfahrt zur Verbesserung teilnehmen. Ich glaube, das dürfte alles klar sein. Und auch bei Info gibt es jetzt keine spannenden Themen mehr. Aber ich habe euch ja versprochen, wir gucken uns nochmal den Sportmodus etwas genauer an, weil der interessiert vermutlich den einen oder anderen von euch. Deswegen springen wir jetzt nochmal in die Sport-App.
So, und womit endet jetzt der Videomarathon zur Huawei Watch 3 Pro? Der endet natürlich mit dem Sportmodus, wenig überraschend. Habe ich euch am Anfang gesagt, da wollen wir nochmal im Detail uns angucken, was funktioniert. Und da muss ich sagen, das funktioniert oder ist tatsächlich hier sehr gut implementiert, ne? Ist wirklich, auch im Vergleich zu den Samsung Smartwatches, Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch 3, wirklich ganz gut gelöst. Ihr habt eine Vielzahl von konfigurierbaren Einheiten und halt auch Laufkurse, wo euch die Uhr dann vorgibt, was ihr wann zu tun habt. Das finde ich persönlich ganz spannend, weil es immer darauf hinweist, wenn ihr zum Beispiel zu schnell unterwegs seid, zu langsam unterwegs seid. Das gibt es auch bei Samsung, funktioniert da auch, finde ich hier aber tatsächlich noch ein bisschen besser gelöst, weil es wirklich euch genau anleitet, was ihr zu tun habt und wann ihr vor allen Dingen was zu tun habt. Finde ich wirklich schön gelöst und da gibt es tatsächlich wenig drüber zu mäkeln. Und hier seht ihr das nochmal, da sagt euch die Uhr dann genau zu diesen Zeitpunkten, was wann wie zu tun ist und das auch in einer sehr umfangreichen Auswahl, denn wie ihr gerade gesehen habt, gibt es da durchaus eine Reihe von verschiedenen, nämlich genau 13 Möglichkeiten. Dann habt ihr natürlich auch alle Laufkonfigurationen, wo ihr euch ein Ziel vorgeben lassen könnt, wie schnell ihr bleiben sein wollt, wie viele Kalorien ihr verbrauchen wollt und so weiter und so fort. Und dann kommt noch dazu, dass ihr euch auch erinnern lassen könnt, zum Beispiel nach einem Kilometer, wenn wie eure Herzfrequenz ist, wie die Belastung ist, wie die Konditionsdaten sind, all das könnt ihr euch ansagen lassen. Manuelle Trennung bedeutet, ihr könnt zum Beispiel Runden einführen, dann müsst ihr einmal auf die untere Taste drücken und das Ganze wird in verschiedene Splits geteilt. Dann habt ihr Daten, die aus einzelnen Abschnitten dann noch zusammengesetzt werden. Also insofern der Sportmodus tatsächlich recht umfangreich. Da gibt es aus meiner Sicht wenig zu mäkeln. Ihr habt noch einen intelligenten Begleiter und da könnt ihr auch noch das Zieltempo vorgeben. Das heißt, der sagt, gibt euch dann auch immer an, ob ihr zu schnell seid oder zu langsam seid. Also das ist wirklich sehr ausgefuchst, muss man sagen. Ich finde es ganz spannend und finde es wirklich eine sehr, sehr gute Funktion. Ja, und dann tippe ich nochmal drauf. Es geht natürlich jetzt nicht los, weil ich nicht laufe, sondern weil ich hier in meinem Arbeitszimmer bin. Aber vom Grundsatz her geht es dann auch schon los. Gut, das soll es gewesen sein. Tatsächlich sehr, sehr viele Informationen. Ich habe sehr schnell geredet. Ich weiß, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen alles zu beantworten. Das war der Detailblick in die Huawei Watch 3 Pro mit den Apps, den Einstellungen und der App auf dem Smartphone. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer am Ende, Alexa, Kamera aus. Okay.